versuche immer noch zu verstehen, was genau hier eigentlich vor sich geht, aber... Ich glaube, das soll man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht verstehen. Ja, natürlich soll man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verstehen. Ich finde es trotzdem faszinierend. Und was haben wir hier? 23.06.1949. Wir sind unserem Ziel sehr nahe, ich kann es spüren. Während der Angleichungssitzungen im Tagungsraum spüre ich eine Macht, die uns leitet. Etwas, das uns die Richtung weist. Vielleicht bedeutet das, dass wir jetzt Synchronität mit der uralten Quelle erreicht haben. Das tragbare Konarium, das wir am linken Arm tragen, hat eine Verbindung zu eben jener Quelle hergestellt und erhält im Gegenzug Empfindungen von dieser. Aha, das ist dieser Handschuh. Manchmal frage ich mich, ob es in der relativ kurzen Zeit seit Bestehen der Menschheit ein anderes Individuum geschafft hat, solch eine große Tat zu vollbringen. Aus manchen der verbotenen und verborgenen Schriften, die ich aus der ganzen Welt zusammengetragen habe, geht hervor, dass die sogenannten Großen Alten, eine außerirdische Rasse, dieses Gerät gebaut haben, nachdem sie sich auf anderen Planeten für einen industrialisierten Lebensstil entschieden hatten. Den Zweck dieses Gerätes kann ich allerdings nach wie vor nicht bestimmen. Das Gerät? Nein, das Coronarium, ne? Guck mal, hier auch wieder eine Brille, eine Schutzbrille. Sind wir wirklich alleine? Locked. James Barlow verwehrt uns den Zutritt. Das ist aber nicht sehr nett vom guten James. Guck mal, da ist unser Quartier, aber erstmal... Locked. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Ja, natürlich erinnerst du dich nicht. Wäre ja sonst auch ein bisschen zu einfach. Na gut, dann haben wir in den Privaträumen entdeckt, was wir dort entdecken sollten. Die Crewquartiere sind der nächste Anlaufpunkt. Wir waren also nicht nur ein einfaches Crewmitglied. Wir hatten nämlich unser eigenes Zimmer. Ah, und hier hat der Hansen anscheinend gewohnt, weil Hansens Notizen Teil 2. 6.7.1949, Moment, das erste war... Okay, ist ein Tag nach den anderen Notizen. Die Albträume haben ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Noch immer begegnet mir dieselbe männliche Gestalt in meinen nächtlichen Visionen. Doch mittlerweile hält er etwas in der Hand. Vermutlich eine Lotusblüte. Wir führen nach wie vor dieselbe düstere und ernste Unterhaltung, Nacht für Nacht, doch ich erinnere mich immer noch nicht an den Inhalt dieser. Manchmal vernehme ich seine Stimme über das Funkgerät, wenn ich arbeite. Es sind keine verständlichen Sätze, sondern eher eine Art unterbewusstes Gemurmel. Ich habe Angst davor, jemandem davon zu erzählen, denn man würde mich mit ziemlicher Sicherheit suspendieren. Schon wieder ein Geheimnis entdeckt. Ich glaube, dass Hansen all diese Statuen nach dem Ebenbild des Mannes geschnitzt hat, den er in seinen Albträumen gesehen hat. Stimmt. Ja, das ist möglich. Der Kerl in dem Foto kommt mir bekannt vor. Soll wahrscheinlich Hansen sein. Bei den... Ich weiß nicht, gut. Kommt mir bekannt vor, der...
Schauspieler, Mann, was auch immer, den sie dafür das Foto genommen haben, aber das heißt ja nicht, dass ich den tatsächlich kenne. Vielleicht kenne ich nur jemanden, der eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm hat oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Oh, kann man ja kaum lesen hier. Eine der Kompositskulpturen, die wir auf unserer ersten Erkundungsmission entdeckt haben. Sie besitzt ein geöffnetes drittes Auge auf der Stirn und der Innenseite der Hand, was meiner Meinung nach auf einen Zustand der Erleuchtung hinweist, da Andeutungen auf Wissen und die großen Alten in fast jedem Basrelief, das wir bislang gefunden haben, Erwähnung finden. All das lässt mich glauben, dass die Kreaturen in diesen Hallen wissen, welche Art auch immer, von den großen Alten, den sagenumwobenen Gestalten aus urzeitlichen Mythen erhalten haben. Weitere Ausführungen der Kompositskulpturen, deren Erscheinungsbild von menschlich bis reptilienartig reicht, sind zumeist beschädigt und allgemein in schlechtem Zustand. Der Bildhauer hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Das Übermaß an fünfzackigen Formen auf den Bauwerken, die wir bis jetzt gefunden haben, kann nicht ignoriert werden. Des Weiteren sind die meisten der eleganten Figuren, die die gewaltigen Tore zieren und stillschweigend auf uns herabblicken, reptilienartig. Ich frage mich, woran das wohl liegt. Das Antlitz dieser grotesken, reptilienartigen Gestalt, die vor so vielen Äonen angefertigt wurde, sorgte bei Entdeckung für Aufruhr in der Mannschaft. Einige behaupteten sogar, sie würden gedämpftes Gelächter aus ihrem Inneren vernehmen. Auf dem Pinienzapfen, den sie mit ihren humanoiden Händen bewachte oder zu verstecken versuchte, sind Symbole eingraviert, die wir noch nicht entziffern konnten. Ich denke, das nehmen wir mal mit. Ist noch ein Foto. Nämlich aber davon ausgehe, dass das wahrscheinlich für unseren Fall eher wenig Relevanz hat hier. Oh, die Musik ist schon so ein bisschen belastend, ne? Okay, viele von den Leuten hier auf dieser Expedition hatten anscheinend Kinder. Warum? Warum sollte sich De Witts Schlüssel hier in diesem Crewquartier befinden? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, überhaupt gar kein. Aber echt, von der Crew fehlt jegliche Spur, ne? Bisher zumindest. Ich bin geneigt, der Auffassung Glauben zu schenken, dass unsere nächtlichen Visionen nicht nur vage und fantastische Reflexionen des Erlebten in wachem Zustand sind. Jedes Mal, wenn ich in den Schlaf gleite, bin ich aus irgendeinem Grund dazu in der Lage, in meinen Träumen atemberaubende Landschaften zu erkunden. Eine vollkommen fremdartige Perspektive mit unnatürlichem Charakter, mit der sich die äußeren Sphären der mir bislang noch unerschlossenen Welt mit einer unglaublichen Intensität darstellen lässt. Ich weiß nur, dass dies seit Beginn der Konarium-Sitzungen möglich ist. Obwohl ich keiner der Teilnehmer bin, bin ich trotzdem davon betroffen. Es fühlt sich an, als würde ich während meiner Ohnmacht in die ewige Leere hineingezogen, als würde ich die Schwelle zwischen Traum und dieser fremden Realität überschreiten. Jetzt müssten wir langsam mal
Um das große Ganze ein bisschen besser verstehen zu können, müssen wir langsam eine Erfahrung bringen, worum genau es bei diesem Coronarium Sitzungen ging. Interessant. Dass hier ganz am Ende dann noch irgendwas abgeschlossen ist. Na gut. Aber wir haben die Witzschlüssel. Damit einen neuen Anlaufpunkt, hätte ich jetzt gesagt. Aber der Witt hat hier gar kein Quartier, ne? Ah, aber was der Witt natürlich hat. Ist ein Spind. If his coat is just right here, where is he now? Mit ein paar weiteren Informationen anscheinend. Oh Gott, wer soll denn das alles lesen? Also, ja, ich weiß, aber trotzdem. Mir ist aufgefallen, dass sich der Zustand der geistigen Gesundheit in der gesamten Mannschaft dramatisch verschlechtert hat. Eine äußerst beunruhigende und zugleich merkwürdige Angelegenheit. Weshalb ich diese Zeilen als eine erste Diagnose auf Papier festhalten möchte. Bei den folgenden drei Personen sind die Symptome besonders ausgeprägt. Dr. Barlow, Dr. Anderson und Frank Gilman, den ich seit Beginn dieser Probleme regelmäßig genau untersuche. Während der vergangenen beiden Nächte sind die oben genannten Expeditionsteilnehmer schreiend in ihren Betten aufgewacht, was sich demoralisierend auf den Rest der Mannschaft ausgewirkt hat. Als ich die Gelegenheit hatte, selbst mit ihnen zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass sie deutliche Veränderungen im Verhalten aufwiesen. Im Laufe der Zeit hat sich ihr geistiger Zustand extrem verändert. Mit genügend Aufwand konnte man sie dazu bringen, dass sie sich wie vollkommen andere Personen verhielten, was mich zu der Annahme führte, dass es sich dabei um eine Art multiple Persönlichkeitsstörung handeln könnte. Aber es ist noch zu früh für eine endgültige Diagnose. Bei anderen Expeditionsteilnehmern sind die Symptome zwar nicht so ausgeprägt und sie verhalten sich weitestgehend so, wie man es von ihnen erwartet, aber auch hier sind die Unterschiede deutlich erkennbar. Ihr Zustand verschlechtert sich jeden Tag. Und jeder, der diese Symptome aufweist, muss auf Herz und Nieren untersucht werden. Ich habe Dr. Faust darüber informiert und ihn von den Konsequenzen gewarnt. Er wirkte besorgt, hat mich aber seitdem nicht mehr darauf angesprochen. Aufgrund der miserablen Wetterbedingungen ist es wohl extrem unwahrscheinlich, dass wir professionelle Hilfe von außerhalb erhalten oder die betroffenen Personen fortschicken können, damit sie sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, was angesichts der Umstände das einzig Vernünftige wäre. Interessant ist, dass wir hier erwähnt werden. Als einer von denen, die, ja, auf Deutsch gesagt, nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Vielleicht einfach mal gucken, was ist denn hier so die gleichen Sachen drin, ne? Das ist so eine Akte hier. Divid. Bezüglich psychoaktiver Pflanzen, Saheti und Diversahe. Diversahe ist das Mittel, was die für ihren Dings, Konarium-Sitzungen da erhalten haben, ne? Das dürfte dieses komische, matschige Pulver in den Schalen gewesen sein, ne?
Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Upuaut Antarktis-Expedition Einverständniserklärung. Durch Unterschreiben dieses Dokumentes erklären Sie sich mit den unten verfassten Bedingungen einverstanden, Falschaussagen, die wissentlich oder vorsätzlich gemacht werden, einschließlich auf Affidavits oder anderen weiterführenden Dokumenten, die in diesem Zusammenhang eingereicht werden können, Strafen zur Folge haben. Affidavits sind Aussagen, glaube ich. Schriftliche Aussagen. Irgendwie sowas in der Art. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, meine täglichen Pflichten im Rahmen meiner Fähigkeiten bestmöglich auszuführen, den Anweisungen des Expeditionsleiters Dr. Faust Folge zu leisten und, soweit erforderlich, an einer Reihe medizinischer Sitzungen in der Upuaut-Antarktis-Basis teilzunehmen. Die Risiken der Teilnahme an den zuvor erwähnten medizinischen Sitzungen wurden mir ausführlich erklärt. Alle Fragen zur Prozedur, warum diese notwendig ist, welche Vorteile sie hat und welche Risiken sie birgt, wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich gebe durch Unterschreiben dieser Einverständniserklärung deshalb meine informierte Zustimmung zur Durchführung der Prozedur. Hier hinten irgendwo muss dann auch ein Aufzug sein. Da denkt man, jetzt hat man hier bald mal... Na, das hast du schon mal gesagt. Man muss ja wenigstens versuchen. Da denkt man, man kommt hier mal ein bisschen voran und hat jetzt bald die Räume abgeklappert und dann taucht die nächste Abzweigung auf. Okay, wenn es in der Kantine ganz furchtbar... Fürchterbar, genau. Ganz furchtbar stinkt, dann... Hier war schon länger keiner mehr gewesen, wa? Würde ich jetzt mal vermuten. Was war das? Interessant, wir kommen in diesen Raum nicht rein, auch nicht von dieser Seite. Tja, warum? Und vor allem, wie lange? Das ist ja schon alles verschimmelt. Und er kommentiert das Ganze nicht mehr. Das sieht alles so aus, als wäre, was auch immer hier passiert ist, sehr plötzlich passiert. Und die hätten hier alles stehen und liegen gelassen. Sowas ist normalerweise kein gutes Zeichen. Locked. Lagerraum ist verschlossen. Locked. Und hier auch. Na gut. Dann nicht. Da ist der Aufzug. Da wir eigentlich nichts anderes mehr haben, wo wir uns noch umsehen könnten. Also gut. Die Etage wechseln. Geht's hoch oder runter? Nach unten. Natürlich. Natürlich geht's nach unten. In den Keller oder irgendwas in der Art. Ich bin begeistert. Da unten rechts erinnert mich auch schon ein bisschen an Dagon. Und das ist wahrscheinlich auch die Absicht hinter der Zeichnung. Denn ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Originalgeschichte, Mountains of Madness, leider noch nicht gelesen habe. Chronologisch durch Lovecrafts Werke gearbeitet und so weit war ich noch nicht. Es ist aber irgendwie so das Nächste, was ich lesen müsste, wenn ich den endlich mal weiterlesen würde. Ich habe das seit... Ja, inzwischen sind es schon bald Jahre hier rumliegen. Immer noch nicht alles gelesen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wenn es hier Schogoten gibt
Und ich bin mir relativ sicher, Mountains of Madness, das basiere ich auch so ein bisschen auf dem Wimmelbild, was wir mal gespielt haben, das hat mit Schogoten zu tun. Wenn es Schogoten gibt, gibt es auch tiefe Wesen. Und wenn es tiefe Wesen gibt, dann spielen Dagon, Hydra und Cthulhu eigentlich eine Rolle. Kann man schon von ausgehen.